Sie war sehr, sehr empfindlich, aber sie konnte es nicht zeigen. Also sie war sehr verletzlich in einer Art, aber sie hat es nicht gezeigt. Sie hat immer nur die schöne Seite gesehen. Sie wusste nicht, dass dahinter ein Interesse ist oder nur, weil sie römisch Neid ist. Das wäre ihr Handicap war und da hat sie natürlich immer die falschen Männer gehabt und die wollten nur, sie eben haben sie nur geheiratet wegen römischen Neider. Ich meine, Romy, sie wollte ja nicht Frau Biasini heißen. Das wäre doch ein Wahnsinn. Ich werde aufhören, wenn es soweit ist. Ich will diesen Beruf, den ich liebe, nicht weitermachen, bis ich 80 bin. Eines Tages will ich als Oma auf dem Land wohnen, mit Pflanzen um mich herum, mit meiner Tochter. Und ich will leben. Ein Wink des Schicksals, der Todestag von Romy Schneider ist an ihrem Geburtstag. Jetzt kriege ich Gänsehaut. Und Sie feiern den Geburtstag nicht mehr? Nein. Wegen Romy? Wegen Romys Todestag? Ja. Dann feiere ich überhaupt keinen Geburtstag mehr. Macht auch nichts. Es wäre mir unmöglich, jetzt Sissi zu spielen. Doch dann kommt Meisterregisseur Visconti und motiviert Romy Schneider, im Film Ludwig II. Noch einmal die Rolle der Kaiserin Elisabeth zu übernehmen. Nein! Helmut Berger spielt den Märchenkönig. Ja gut, sie war ja sehr befreundet mit Luchino Visconti. Und da kam sie nach Rom. Und musste natürlich mit Luchino Visconti über das ganze Projekt sprechen, weil sie wollte nicht wieder in diese Sissi-Rolle reingehen. Und dann hat ihm der Visconti erklärt, dass sie jetzt dieses Mal ist sie Elisabeth von Österreich. Also es ist ganz was Schwieriges, ganz andere Rolle.